Ich stehe das wieder vorbei, Schatz, in meiner Küche. Ich habe vor einiger Zeit auf Facebook ein Foto von der Windbeuteltorte für Eilige gepostet und das hat so gute Resonanzen gekriegt. Nur leider habe ich die Torten nicht verfilmt. Aber ich habe mir gedacht, da wir ja nicht immer die gleiche Torten essen können, verfilme ich euch die Torten, die ich für Pfingsten geplant habe. Und zwar ist es die Erdbeer-Raffaello-Torte. Die hat sich auch sehr lecker gelesen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei meinem Video. Zur Zubereitung von unserem Biskuitteig brauchen wir folgende Zutaten. 6 Eier, 180 Gramm Zucker, 270 Gramm Mehl, da ist auch schon ein Dreiviertel der Teelöffel Backpulver mit drin und eine Prise Salz. Zuerst müssen wir einen Schmetterling einsetzen und dann kommen die 6 Eier. Und der Zucker in den Mixtopf. Und dann mal das Ganze 6 Minuten. 35 Grad, Stufe 4. Aufschlagen. Wenn die 6 Minuten mit Wärme vorbei sind, schlagen wir das Ganze dann 10 Minuten ohne Wärme, also keine Grad, auf der Stufe 4 noch weiter auf. Nach den 10 Minuten schaut das Ganze jetzt so aus. Das ist jetzt so richtig schön aufgegangen. Und jetzt müssen wir noch unsere trockenen Zutaten dazu, also sprich das Mehl, Salz und das Backpulver, das habe ich jetzt da schon miteinander vermischt. Das werden wir jetzt kurz unterrühren und dann den Rest noch mit dem Spatel, aber ganz vorsichtig, dass wir die ganze Luft nicht wieder rausschlagen. Dann geben wir jetzt die trockenen Zutaten dazu. Und dann das ganz kurz. 4 Sekunden auf der Stufe 3 unterheben und den Rest, den mache ich dann mit dem Spatel. Ganz vorsichtig, dass ich nicht wieder alles rausschlag. Aber es schaut eh schon ziemlich gut aus, es sind eigentlich keine Mehlnester mehr drin. Gut. Dann können wir das Ganze in unsere Springform füllen. Die habe ich jetzt da schon hergekriegt, mit Backpapier ausgekleidet und den Rand nicht gefettet, da ja sonst es passieren kann, dass der nicht hoch geht. Und da füllen wir das Ganze jetzt ein. Die ist super schön fluffig geworden. Und dann wandert das Ganze für ca. 20 bis 25 Minuten bei 180 Grad in den Backofen auf Ober-Unterhitze. Ihr müsst mal gucken, wenn er oben zu dunkel wird, dann zum Schluss ein bisschen mit Backpapier abdecken, nicht dass er euch dann oben zu braun wird. Und Stäbchenprobe natürlich machen. Gut, dann sehen wir uns bis in 20 bis 25 Minuten wieder. So, jetzt habe ich ihn gerade rausgeholt, er war jetzt genau 22 Minuten im Ofen. Jetzt muss er gut auskühlen, weil wir müssen den nämlich durchschneiden. Und wenn er noch warm ist, dann zweit er. Am besten ist, man macht den Bohnen einen Tag vorher, lasst ihn komplett auskühlen und macht die Füllung erst am nächsten Tag. Aber ich lasse ihn jetzt ein paar Stunden gut auskühlen und dann müsste das mit dem Schneiden schon funktionieren. Dann sehen wir uns in ein paar Stunden wieder. Bis dann! So, zuallererst müssen wir den Kuchen zweimal durchschneiden. Dazu nehme ich jetzt meine Tortensäge. Ich nehme jetzt die oberen zwei, klemme ab. Ich habe jetzt bloß noch den einen mit dem Tortenrutter. Den stelle ich jetzt dabei auf die Seite. Und da machen wir jetzt mit unserer Füllung weiter. Zur Zubereitung von unserer Füllung brauchen wir folgende Zutaten. 500 Gramm Schlagsahne, die sind jetzt 600, also sprich bei einem Becher bleibt ein bisschen was über.
Asanapat. Dann Raffaellos 200 Gramm. In so einem Backerl haben jetzt 220. Und wir brauchen für Verzierung später auch noch welche. Frischkäse, das brauchen wir 200 Gramm. 40 Gramm Zucker. Und ein bisschen Erdbeermarmelade und 250 Gramm Erdbeeren. Die habe ich schon gewaschen und habe es in Würfel geschnitten. Dann machen wir gleich weiter. Gut, dann geht's weiter. Dann machen wir erstes Mal unseren Rühraufsatz rein. Dann müssen wir die Sahne einigen. Und zwar 500 Gramm. 505 haben sie jetzt. Und pro 100 Gramm einen Teelöffel Sanapat. Das heißt, ich brauche jetzt da noch 5 Teelöffel. Deckel verschließen und mit Sichtkontakt auf Stufe 3,5 aufschlagen. Das Ganze hat bei mir jetzt genau eine Minute gedauert. Ihr hört es an dem, wenn das Messer dann lallert. Super schön. Das füllen wir uns jetzt gleich mal um. So schaut das Ganze jetzt aus. Super schön fluffig. Die stelle ich jetzt dabei in den Kühlschrank. Aber jetzt machen wir weiter. Da müssen wir jetzt 200 Gramm Raffaellos in den Mixtopf geben. Die dann mal wieder abziehen. Und 3 Sekunden Stufe 4 verkleinern. Am besten noch mit Deckel. Umfüllen. Ja, ohne hat es nicht ganz erwischt. Ich muss nur ein bisschen. Sehe ich gerade, ohne ist natürlich noch ganz. Schauen wir mal, ob es jetzt erwischt hat. Ja, jetzt ist es mit. Also bei mir haben es 3 Sekunden nicht ganz gelangt. Schaut dann so aus, das Ganze. Das sehen wir. Das tun wir dann auch auf die Seite. Und dann brauchen wir unseren Frischkäse, und zwar die 200 Gramm. 200. Und unseren Zucker, das sind 40 Gramm. 45, okay. Und 15 Sekunden Stufe 4. Verrühren. So, danach schaut es so aus. Und dann gehen wir die zerkleinerten Raffaellos wieder dazu. Und die Sahne. Deckel wieder drauf. 10 Sekunden, Stufe 3, vermischen. Die schaut dann so aus. Ich tue es jetzt mit dem Spatel nur ein bisschen unterheben, weil die Raffaellos noch nicht ganz vermischt haben, aber dass sie nicht noch mehr kaputt gemacht werden, tue ich das jetzt ein bisschen mit dem Spatel verteilen. So, und schon haben wir unsere Füllung. Dann holen wir jetzt meinen Tortenboden. Natürlich ist unsere Füllung noch nicht ganz fertig, wir müssen ja die Erdbeeren nur unterheben. Das hätte ich jetzt bald vergessen. Also, die Erdbeeren, die 250 Gramm, die in Würfel geschnittenen, na, gehst jetzt raus. Dann haben wir da meinen Spatel, nur noch kurz unterheben, dass die natürlich nicht kaputt gehen. Können wir die nicht mit dem Thermomix vermixen, sondern müssen es mit dem Spatel vermixen. So, einfach nur kurz unterheben. Die Erdbeeren, das passt schon. Und jetzt geht es mit dem Tortenboden weiter. Und zwar nehme ich da jetzt einen Deckel als Boden, weil der nicht so schön ist. Mit dem fange ich an. Das ist praktisch das oberste Teil. Und verteile da die Hälfte von der Füllung drauf. Schauen wir, ob es so funktioniert. Wenn nicht, dann tun wir einen Tortenrahmen rundum, also einen Tortenring. Und verstreichen.
rechte Schi. Dann nehme ich den mittleren Boden. Den tue ich da jetzt oben drüber. Und zwar, das ist jetzt der. Der kommt jetzt da oben drauf. Das ist mutig. Habe ich da jetzt ein bisschen Erdbeermarmelade. Und die tue ich da jetzt verteilen. Oben drüber. Und da drauf verteile ich dann die restliche Creme jetzt dann. Dann kommt der Deckel drauf. Das ist jetzt diesmal der untere Boden bei mir, weil der den schönsten Abschluss oben hat. So, das ist dann der Deckel. Schon, das passt. Das, wo jetzt seitlich da ein bisschen übersteht, das ist dann einfach ein bisschen verstreut. Das macht gar nichts, weil es kommt ja jetzt außen rundum dann auch noch eine Sahne. So, und jetzt muss das gute Stück für mindestens eine halbe Stunde im Kühlschrank, bis wir mit unserer Verzierung weitermachen können. In der Zwischenzeit könnt ihr ja schon mal einen Mixtopf sauber machen, weil den brauchen wir jetzt dann nochmal, weil wir nochmal Sahne schlagen müssen und abspülen. Also wie gesagt, der muss jetzt eine halbe Stunde im Kühlschrank, dass die Sahne hier wieder schön fest wird. Und dann machen wir die Verzierung in einer halben Stunde. Oder ungefähr eine halbe Stunde. Bis dann! Zur Verzierung brauchen wir folgende Zutaten. 400 Gramm Sahne, ein bisschen Sahnesteif oder bei mir jetzt ein Sanapat, 12 Raffaelos, ungefähr 20 Erdbeeren und 40 Gramm Kokosraspeln. Dann machen wir gleich weiter. Zuallererst müssen wir wieder einen Rühraufsatz einbauen. Und dann kommt die Sahne rein. Die 400 Gramm. Dann brauchen wir wieder Sanapat. Das sind wieder ein Teelöffel auf 100 Gramm. Das heißt, wir brauchen 4 Teelöffel und 3 Esslöffel Zucker. Und das Ganze dann wieder auf der Stufe 3,5 mit Sichtkontakt starten. So. Das zeige ich jetzt. Ich habe bloß kurz das vom Deckel runter und habe das auch nochmal mit rein, dass das alles schön verrührt wird. So schaut das Ganze jetzt nach 59 Sekunden aus. Ist perfekt. Dann müssen wir jetzt die Torte holen. So, nun tun wir das ganze Stück mit der Sahne, die wir gerade geschlagen haben, einstreuen. Jetzt hole ich mir bloß noch schnell mein Ikea-Brett. So, weil ich mich damit beim Einstreuen ein bisschen leichter tue. Weil ich es nicht deutsch drehen kann. Die komplette Torte rundherum mit Sahne einstreuen. So, also jetzt habe ich es rundherum eingestrichen mit der Sahne. Dann nehme ich einen Torteneinteiler und teile mir jetzt meine 12 Stickel ein. Drücke den schön um. Das soll wirklich gleichmäßig sein. Und in die Mitte tue ich jetzt ein bisschen was von den Kokosflocken dran. Und so tue ich es jetzt bloß ganz ein kleines bisschen außen rundum. Aber in der Mitte, dass das halt so richtig schöner Kreis ist. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen verteilen. Dass die ein bisschen mit Kokosflocken an der Seite verziert ist. Das, wo jetzt da am Rand ist. Dann nehmen wir mal jetzt saubere Paletten.
und schiebe das alles so ein bisschen hoch. Dann hält das von ganz allein. Wie gesagt, dann gelangt das eigentlich mit den Kokosflocken. Dann nehmen wir meine Raffaello und setze da überall eins her. So, und dann gehen wir mit den Erdbeeren zum Einsatz. Schneide in so Scheibchen. Und verteile die einfach da oben drauf. Jetzt durch die geschlossenen, die gefallen mir besser. Tue die jetzt einfach da oben verteilen und die halben, die mache ich seitlich her. Torte fertig. So ist es jetzt geworden. Ich blende euch auch noch ein Foto von Narben ein. Ich konnte es nur leider nicht mit euch probieren, da ich die morgen zum Pfingsten mitnehmen möchte und ich natürlich nicht mit der angeschnittenen Torte kommen möchte. Aber ich denke jetzt mal, dass die super lecker ist, weil Raffaello und Sahne und Erdbeeren, also es ist eigentlich nichts drin, das nicht schmeckt. Ich hoffe, mein Video hat euch wieder Spaß gemacht und ihr habt es beim nächsten Mal wieder mit dabei. Über einen Daumen hoch, da würde mich natürlich freuen, genauso wie über ein Abo. Ihr dürft auch wieder gerne Kommentare unter dem Video hinterlassen oder auf Facebook. Ich freue mich über Rezeptwünsche oder Anregungen oder sonstiges. Dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal nur eine schöne Zeit. Macht es gut. Für euch.